Ja, moin Leute, hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir starten direkt mit dem Rätsel, wo wir letzte Woche gestoppt sind. Letzte Folge. Alles klar, letzte Woche. Ja, das war's. Und was haben wir da? Ein Haufen Kreuze. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Na, das muss wirklich nicht sein. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Irgendwie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Und warum hat sie kein Gesicht? Der Spiegel ist staubig. Ja, dann machen wir den doch mal sauber. Immer weiter. Oder gucken wir kurz. Ja, Ziel ist das. Ja, wie? Ich helfe dir rauf. Ach so. Lecker. Das Licht muss etwas aktiviert haben. Oh. Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Okay. Ah, hier ist schon einer aufgespießt worden. Sollen wir auch nochmal drücken? Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. So hätten wir auch enden können. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Ja, wahrscheinlich müssen wir einfach den Spiegel mal drehen. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Lassen wir mal das. Ich krieg's hin. Oh. Hoffentlich war das jetzt gut so. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Aber anscheinend ja. Cool. Direkt beim ersten Mal richtig. Ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Was geht hier ab? Krasse Scheiße. Sie tragen ihn. Kirche. Stehen da wie Mönche. Sie heben ihn hoch. Da wird er ans Kreuz geschlagen. Ja, ja. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Ja. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Krasser Scheiß. Und warum sollte man das mit Leichen nachbauen? Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten,
doch die Seele nicht töten können, betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Okay, irgendeins davon müssen wir anleuchten. Ich schätze aber mal... Ah ne, geht gar nicht weiter. Ja komm, wir probieren einfach nochmal das erste. Oh oh. Ach du Scheiße. Oh, das war das Falsche. Okay. Uncool. Los. Hier ist ja auch noch einer. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumie? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mal einfach alles anleuchten hier. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Na, weiter geht gar nicht. Ja, schnimm mal das, wo er. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Ich versuch mal das einfach. Aha. Das war anscheinend richtig. Okay, jetzt gibt es ein neues Licht. Oder... Ah ja. So. Oh no. Was vielleicht? Okay, das andere war, wo er ans Kreuz geschlagen wurde. Dann nehmen wir doch das gleiche hier mal auf. Warum auch nicht? Viel kann ja nicht passieren. Easy. Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Sein. Na endlich. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Oh.
Ich wusste es. Machen die kein Wasser, Leute. Oh oh, alles stürzt zusammen. Schnell, schnell. Mach schon. Was mit Joan? Jonah. Oh oh oh. Boah, das war knapp. Ja, Jonah hat es wieder irgendwie geschafft, natürlich. Der schafft es immer aus den Situationen raus. Jonah ist ein Überlebenskünstler. Ach, fehlt nur noch, dass sie einen jetzt festhalten, die Hände. Ekelig. Wie lange kann die eigentlich die Luft anhalten? Also ich wäre schon tot auf jeden Fall. Klar, Jonah ist schon da. Ist wo normal. Ist keine Ahnung. Ich sag ja, Überlebenskünstler. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaro! Ach nee, jetzt gib ihm nicht die Schatulle. Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Als ob die euch jetzt in Ruhe lassen, wenn die Schatulle haben. Hm. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onuratus, die Sonne wiederherstellen. Die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen? Hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Ja, Mann, jetzt gibt's nochmal Action. Her mit der Knarre. Jawohl. Die hat sie nicht mitgenommen. Warum hast du die hingeworfen? Oder habe ich das falsch gesehen? Jonah Mayava, du Idiot. Crofts Freund. Bei Sichtkontakt.
Oha, so viele Soldaten. Ja, Sir. Der in Rot ist neu. War das Brooke? Der gerade eben? Ja, sollen wir ihn rufen? Okay, nein. Leute. Wenn sich unser Status ändert, den Kampf verschieben wir auf die nächste Folge. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Die Zeit ist schon sehr vorangeschritten. Geschritten. Also, wie immer hoffe ich, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Hau da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.